Rheinische Opernnacht am Dom. Unter freiem Himmel präsentierten Solisten des Staatstheaters sowie dem Philharmonischen Staatsorchester Mainz Auszüge aus italienischen und französischen Opern. Pünktlich um 19 Uhr setzte dann ein Sommerregen ein und die Organisatoren vom Frankfurter Hof verteilten fleißig Regenkeks, damit die Schirme dem Publikum nicht die Sicht auf die Bühne versperrten. Gut eingepackt konnten die Opernfans dann die Musik genießen. Und das Orchester präsentierten vor allem Arien und Duette von Rossini, Verdi und Puccini. Dem Regen zum Trotz verbreitete sich so eine ganz besondere Stimmung auf dem Marktplatz. Die ganze Atmosphäre ist hier sehr schön und ich glaube, das ist ein sehr schönes Ereignis für Mainz, trotz des Wetters, und das macht uns ja nichts aus. Dass man hier im Freien sitzen kann, dass man nicht also ins Ausland fahren muss, um in der Arena drin zu sitzen, sondern dass man das hier auch haben kann. Nur das Wetter wird ein kleines bisschen besser sein. Schöne Musik und schöne Stimmung. Mit dem Regen hat auch was. Und am Domplatz, das ist doch ideal. Das ist doch eine Atmosphäre und die Sängerin, toll. Besser geht's nicht. Für die Besucher, Opernfans, aber auch Anwohner war dieser Abend ein ganz besonderes Erlebnis.